Wenige Kilometer vor Dorsen. Ein alter Freund empfängt uns. Holly haben Ramona und ich bereits bei einer früheren Kanada-Reise kennengelernt. Er ist Auswanderer, Überlebenskünstler und Musiker. Vor knapp 20 Jahren zog es ihn bereits in die Ferne. Aber genau hier sind die lang gekommen. Als 1898 dieser Goldrausch in Hochtouren war, oder 1897, ich weiß gar nicht, welches Jahr die dann hier wirklich ankamen. Aber da sind Tausende von solchen Booten hier angekommen. Genau wie ihr. Und jeder wusste, der dort ankam, wir kommen hier erstmal nicht mehr weg. Kannst du dir sowas vorstellen? Du hast nur noch das, was du wirklich hast. Und du kannst für die nächsten 7 Monate nicht raus, weil der Fluss gefroren ist, weil es einfach nicht mehr weitergeht. Und ich glaube, da ist diese ganze Brüderschaft entstanden zwischen den Menschen. Als die wirklich gemerkt haben, wir sind jetzt 30.000 Leute. And we have no way out for a long time. Wir müssen jetzt zusammen. Down the steward and up the bench. Where my world begins and the problem ends. Lily loves me very much. My duct tape pants and my loner touch. Ist eigentlich, dass du das navigieren kannst und das kannst du gut. Ja. Du kannst es bewegen. Ich bin angekommen und ich war fertig. Ich war total fertig. Mein Inneres war erleichtert, dass das irgendwie vorbei war, dass dieser Fluss überstanden war. Und mein anderes Inneres wusste natürlich, dass jetzt steht eine ganze Menge Charakterarbeit an. Der erste, den ich gesehen habe, da am Hafen stand, wo ich mein Kanu angelegt habe, war der Mo. Das sah aus wie der Bob Marley, war aber eigentlich aus Augsburg. Und er hat gesagt, willst du ein Bier? Und ich habe gesagt, yeah. Ich hatte so eine Whiskyflasche, da hatte ich so alles so Striche ran gemacht. Ne? Und da habe ich so meinen letzten Strich habe ich dann gerade ausgetrunken gehabt. Und dann sind wir ins Pit gegangen. Und wo ich das erste Mal ins Pit reinkam, damals 1998, da waren Leute, die hatten faustgroße Nuggets in ihren Hosentaschen. Oder dann kamen da Leute rein, die, was weiß denn ich, von irgendwas weggerannt waren und hier in Dorsen sich angesiedelt haben und da auch trotzdem willkommen waren und ihr eigenes Selbst dort leben durften und so. Und diese Stimmung war natürlich gleich da. Und dann kamen da zwei kleine Hippie-Mädels auf mich zu. Die eine sah schöner aus wie die andere. Weißt du schon, wo du wohnst? Dann habe ich gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, willst du in einem Baumhaus wohnen? Ich habe gesagt, ja. Und ich hatte 3 Tage geplant für Dorsen und dann wieder ratatadang, weiter und so. Ne? Und dann waren es 13 Tage und ich war immer noch da. Also, aber da kam das erste Mal der Gedanke, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht weggehe? Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt in diesem Zirkus bleib. Und in der Zeit habe ich ja immer noch Vollzeit mein Geschäft gehabt und Dachdeckerei. Und da habe ich gesagt, scheiße, jetzt mache ich das einfach. Jetzt verkaufe ich den Laden. So machst du halt dann eigentlich deine ersten 30 Jahre von deinem Leben alle wieder rückwärts. Und das ist alles wieder, was du mal zusammengeknödelt hast, das ist alles wieder ausfitzen. Das ist ein endloser Verpflichtungsfitzmist, der da aufkommt. Und es hat mich fast genauso lange gedauert, das wieder zu entfitzen, wie ich das alles eingefitzt hatte, wo ich noch gedacht habe, einfitzen ist eine gute Sache. Und dann bin ich heim und dann, wenn du dann zu Hause ankommst und weißt, was hier war, dann funktionierst du zu Hause nicht mehr so gut.
Ich bin, glaube ich, so aufgewachsen mit dem Gedanke, dass Künstler an sich immer Leute sind, die bei denen hat es nicht zu mehr gereicht. So war irgendwie die Information in meinem Kopf. Da sollte man lieber einen richtigen Beruf lernen, so ungefähr. Für mich in meinem Leben der einschneidendste Musikmoment war, glaube ich, als ich das erste Mal den Walkman aufhatte. Diese ersten Kassettenabspielgeräte zum Rumlatschen, wo ich auf einmal mit AC/DC joggen konnte. Und dann gab es mal eine Gitarre geschenkt irgendwann. In Smithers war ich auf einer Kanada-Reise, glaube ich sogar noch. Bin ich da mit Leuten geblieben und die hatten ein Haus gekauft und auf dem Boden lag eine alte Gitarre. Und da habe ich, E-Moll konnte ich schon, das ist so ein ganz einfacher Griff. Ne? Und wenn das Ding gestimmt war und ich habe E-Moll gespielt, diesen E-Ton, dann war ich irgendwie wie nicht alleine. Da war auf einmal eine andere Kraft mit mir noch. Und die konnte ich immer abrufen, wenn ich die gebraucht habe. Und irgendwo, wenn du so reist wie ich, kommst du dann auch immer wieder mal in solche Gruppen von Leuten, die Musik spielen. Die sind überall auf der Welt, immer unterwegs. Musiker werden immer eingeladen, werden immer begrüßt, die werden immer was gefragt. Und wenn du dann noch ein schönes Lied gespielt hast, dann wirst du auch noch gelobt. Und da habe ich gedacht, warum denn nicht? Die Straße lang gelaufen, nichts zu verlieren, nichts zu verkaufen, nur was zu saufen und ein Brot und keine Angst vorm Tod. Weiß nicht woher, weiß nicht wohin, dein Kompass ist ein kleines Kind und alle Wege führen nach Rom. Doch in Rom waren wir ja schon. Lass das Boot mal aus der Flasche, lass die Hand mal in der Tasche, lass sie fallen, die Masche unserer Zeit. Geht's nicht allein, dann geht's zu zweit. So ziehen die Bäume vorbei an meiner Rumtreiberei und ich fühl mich gut betuft, solang mich jemand sucht. Und ich lass mich gerne finden und ich will auch nicht verschwinden und ich würd mich sogar trauen, dem Glück ins Auge zu schauen. Lass das Boot mal aus der Flasche, lass die Hand mal in der Tasche, lass sie fallen, die Masche unserer Zeit. Tu's nicht allein, wir tun's zu zweit. Was ich nicht weiß, macht mich heiß und dafür gibt's dann rum mit Eis. Und ist was liegen geblieben, sehen wir's beim Überfliegen. Und ich freu mich jetzt zu früh, weil sonst freut sich's vielleicht nie. Und die, die wirklich etwas wagen, loben den Tag schon vor dem Abend. Und die, die wirklich etwas wagen, Tag schon vor dem Mann. Und die, die wirklich etwas wagen, die kommen die Straße lang gelaufen, nichts zu verlieren, nichts zu verkaufen, nur was zu saufen und ein Brot und keine Angst vorm Tod. We'll be right back.
50 Tage gibt es noch. So. 50 Tage, 2500 Kilometer, ergibt automatisch 50 Kilometer pro Tag Strecke, damit du ankommst. Wenn du das nicht machst, kannst du dreimal den Finger auf der Landkarte legen. Kommst du nicht, weil einfach mathematisch nicht passt. So. Aber manchmal denkst du auch nicht, dass du weiter. Manchmal denkst du, du stehst still oder gehst rückwärts wieder.